Herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs. Heute mit dem ersten Teil der Reihe Fundamentale Analyse. Was ist wirklich wichtig, um Unternehmen zu analysieren? Wie gehe ich selber vor? Was sind die ersten Schritte? Was macht man vor allem auch am Anfang, um nicht zu viel Zeit zu investieren? Wie kann man sich schnell einen Überblick verschaffen? Insbesondere ein Check der wesentlichen Finanzkennzahlen. Das sind im Prinzip heute die Themen, die wir behandeln werden. Der Aktienkauf, von der Suche nach interessanten Unternehmen bis letztendlich zur finalen Kaufentscheidung, ist ja schon ein relativ langer Prozess. Und der allererste Schritt ist, wie gerade schon gesagt, eben, ich brauche überhaupt erstmal interessante Unternehmen. Wie kann ich denn interessante Unternehmen finden, die eventuell als potenzielles Investment in Frage kommen? Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, letztendlich könnt ihr vielleicht irgendwie durch euren Beruf, durch euren Hobby, habt ihr mit verschiedenen Unternehmen, Marken zu tun. Ihr geht durch den Supermarkt, seht dort entsprechende Produkte. So, es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man erstmal grundsätzlich auf Unternehmen aufmerksam wird. Und dann kann man ja auch sehr schnell checken, ob diese Unternehmen vielleicht auch börsennotiert sind. Und in einem zweiten Schritt kann man sich dann relativ schnell die wesentlichen Finanzkennzahlen anschauen, der Vergangenheit, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie profitabel waren denn diese Unternehmen in der Vergangenheit. Das ist natürlich noch kein Ausblick auf die Zukunft oder irgendwie eine strategische Analyse, aber trotzdem verraten die Zahlen letztendlich schon eine Menge. Und das ist der allererste Schritt, den ich auch letztendlich immer unternehme, wenn ich ein interessantes Unternehmen finde. Ich schaue mir wesentliche Zahlen an, und was ich mir da anschaue, das werden wir uns jetzt mal hier zusammen angucken. Ich bin zum Beispiel letztens auf der Suche nach einer neuen Armbanduhr, unter anderem auch auf Fossiluhren gestoßen. Und mir ist einfach aufgefallen, wenn man sich das Ganze mal bei Amazon angeguckt hat, dass die Uhren insgesamt ziemlich gute Bewertungen haben. Ja, also zum Beispiel hier dieses ganze Thema insgesamt ziemlich gut bewertet. Ja, also das ist ja schon mal irgendwie ein erster Hinweis darauf, dass die Produkte anscheinend schon mal grundsätzlich irgendwie gut ankommen bei den Kunden. Und das hat einfach mal Interesse geweckt, und ich habe einfach mal recherchiert, was steckt eigentlich hinter Fossil. Und es gibt auch tatsächlich den entsprechenden Börsenkonzern Fossil Group mit Sitz in den USA. Und ja, was ist dann der erste Schritt, den ich unternehme? Also letztendlich schaue ich mir tatsächlich mal so die wesentlichen Finanzkennzahlen an. Eine gute Seite dafür ist morningstar.com, auf die wir jetzt einfach mal gehen. So, und dann können wir hier oben im Prinzip mal bei Quote nach Fossil suchen. Fossil ist also an der US-Börse Nasdaq gelistet, deshalb nehmen wir hier den ersten Eintrag bei der Suche. Und dann ist es eigentlich mal interessant, hier mal direkt auf die Key Ratios zu gehen. So, und hier haben wir tatsächlich mal eine ganz schöne Übersicht der wesentlichen Finanzkennzahlen der letzten 10 Jahre. Angefangen von 2005 und hier bis 2014. Und hier sieht man zum Beispiel schon, wie sich der Umsatz des Unternehmens entwickelt hat. Also 2005 haben die rund 1 Milliarde US-Dollar gemacht. Und in 2014 schon 3,5 Milliarden US-Dollar, also schon eine sehr, sehr ordentliche Umsatzsteigerung. Man sieht also auch, dass der Umsatz mit einer ja, recht schönen Konstanz im Prinzip jedes Jahr immer weiter wächst. Also sind auch jetzt keine Riesenbrüche, keine Rieseneinbrüche mal zwischendurch drin. Das deutet natürlich schon mal auf eine sehr positive Unternehmensentwicklung hin. Warum das Ganze letztendlich sich so verhält, warum der Umsatz so stark ansteigt, das ist jetzt erstmal in diesem ersten Schritt nicht so relevant. Grundsätzlich geht es jetzt hier erstmal um die reine Zahlenanalyse. Ebenfalls sehr, sehr wichtig ist das Operating Income, auf Deutsch wird das sozusagen das Betriebsergebnis. Das ist also im Prinzip das Ergebnis, was tatsächlich aus dem operativen Geschäft verdient wird. Und auch hier sieht man sehr schön, in 2005 hatten wir noch ein operatives Ergebnis von rund 100 Millionen US-Dollar. Und das Ganze ist bis Ende 2014 dann mittlerweile auf 560 Millionen Dollar angewachsen. Sehr wichtig auch hier die Operating Margin, das ist also im Prinzip die Marge, das heißt
Letztendlich ist das einfach das Verhältnis, die 109 Betriebsergebnis im Verhältnis zum Umsatz. Das heißt also, wir haben im Prinzip hier eine Umsatzrendite in Bezug auf aufs operative Ergebnis von 10,5% erwirtschaftet in 2005. Man sieht auch sehr schön, wie Fossil diese Marge aufweiten konnte oder verbessern konnte. Letztendlich hier final mal in 2014 auf 16% im Vergleich zu 10,5% in 2005. Also auch hier gab es anscheinend nochmal entsprechende ja, Möglichkeiten, Kosten einzusparen, besser zu werden, die Produktivität entsprechend zu erhöhen. Und ja, das Net Income ist dann letztendlich tatsächlich das, was nach Steuern dann tatsächlich übrig bleibt, nach Steuern, Zinsen und so weiter. Das ist das, was tatsächlich ganz final übrig bleibt nach allen Abgaben und was letztendlich auch mal vereinfacht gesagt an die Aktionäre verteilt werden kann. Man sieht dann auch ganz schön hier bei den Earnings per Share eine ähnliche Entwicklung. Ja, und zwar wurden also pro Aktie im Jahr 2005 wurde ungefähr 1 US-Dollar verdient und im Jahr 2014 wurden 7 US-Dollar pro Aktie verdient. Wie ermittelt man jetzt diesen Gewinn je Aktie? Wir sehen hier unten die Anzahl an ausstehenden Aktien und hatten hier in 2005 73 Millionen Aktien. Und im Prinzip müssen wir jetzt einfach das Net Income, also den Jahresüberschuss, hier durch diese 73, also die 78 durch die 73 teilen und kommen dann letztendlich hier auf den 1,07 Dollar pro Aktie. Wir sehen gleichzeitig auch, dass hier die Anzahl der ausstehenden Aktien von 73 Millionen in 2005 auf nur noch 53 Millionen in 2014 zurückgegangen ist. Das heißt, das Unternehmen hat also auch ganz ordentlich eigene Aktien zurückgekauft, was letztendlich natürlich auch den Wert der dann noch ausstehenden Aktien steigert. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns in einem späteren Video nochmal anschauen. Gleichzeitig sieht man allerdings auch, dass das Unternehmen tatsächlich keine Dividende ausbezahlt hat, weil es eben anscheinend den Großteil der überschießenden Gewinne oder des überschießenden Cashflows für diese Aktienrückkäufe verwendet hat, die natürlich das Unternehmen auch entsprechend Geld kosten. Das mal als allererste grobe, kurze Analyse wesentlicher Kennzahlen. Jetzt möchte ich natürlich trotzdem noch mal kurz einige Dinge dazu zusammenfassend sagen. Auf was sollte ich grundsätzlich achten, wenn ich überlege, wirklich in ein Unternehmen, in eine Aktie zu investieren? Ganz, ganz wichtig, das Unternehmen sollte nachhaltig Geld verdienen. Wir haben in der Analyse gesehen, das operative Ergebnis ist nach und nach weiter gestiegen. Auch das Ergebnis nach Steuern und Zinsen ist weiter gestiegen, sodass grundsätzlich entsprechend auch über die Jahre mehr Kapital und mehr Einkommen für die Aktionäre zur Verfügung steht, was entsprechend verteilt werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt irgendwie gesehen hätten in dieser Übersicht, dass zum Beispiel wir keine klare Tendenz erkannt hätten, ja, dass es also auch 2, 3 Jahre mal mit starken Verlusten gegeben hätte, dann immer schon mal sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss man auf jeden Fall dann ganz genau analysieren, woran lag das. Besteht eventuell auch die Gefahr, dass das in der Zukunft sich nochmal wiederholen kann. Also das Unternehmen sollte durchweg eigentlich profitabel wirtschaften. Es gibt genügend Unternehmen, wir haben es jetzt hier auch bei Fossil gesehen, die auch in der letzten Weltwirtschaftskrise, in der letzten Finanzkrise 2008, 2009 weiter Ergebnis erzielt haben und weiter einen entsprechenden Überschuss erzielt haben. Das ist also schon mal ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Auch die Umsatzentwicklung ist natürlich extrem positiv. Hier gilt es natürlich jetzt in einem weiteren Schritt nochmal zu ergründen, warum denn überhaupt die Umsätze entsprechend so stark gestiegen sind. Oder sagen wir mal eher in einem späteren Schritt. Denn ich möchte ganz gerne im nächsten Video doch nochmal etwas detaillierter auf bestimmte Zahlen eingehen, insbesondere auch auf den Cashflow nochmal eingehen. Weiterhin auch nochmal hier der Hinweis, das Ganze ist natürlich jetzt keine Anlageberatung. Ja, also bitte versteht jetzt hier diese Analyse nicht irgendwie als eine Kaufempfehlung für die Fossilaktie, sondern das Ganze soll einfach nur als Beispiel dienen, wie ich grundsätzlich rangehe, mir in einem ersten Schritt ein Unternehmen anschaue auf Basis der Kennzahlen. Und wie gesagt, im nächsten Video werden wir jetzt nochmal vertieft uns gewisse Zahlen anschauen. Bis dahin, macht's gut, danke.